Die Faszination Motorsport erlebten Besucher der Automobil 2012 im Zentralfoyer beim Freiburger Motorsportclub. Mein Name ist Karl Wolper, ich bin der erste Vorsitzende vom Freiburger Motorsportclub. Der Freiburger Motorsportclub wurde 1965 wieder gegründet, war vor dem Krieg schon mal als Freiburger Motorradclub und ist dann wieder auferlebt, das 1965. Und ich bin jetzt Vorsitzender, bin praktisch seit 1972 im Vorstand und irgendwann vor den letzten paar Jahren Vorsitzender geworden von diesem Motorsportclub. Wir sind praktisch ein Ortsclub des ADAC in Freiburg und wir sind der Club, der für den Motorsport zuständig ist in Freiburg. Unser Anliegen ist eigentlich der Schauensand. Schauensand war immer unsere Veranstaltung, solange es noch ein Rennen gab. Und seit es eben nicht mehr kein Rennen mehr ist, gibt es jetzt die Schauensand Klassik, das ist auch unser Kind, gemeinsam mit dem ADAC zusammen. Die Schauensand Klassik ist praktisch eine Rallye, eine Oldtimer-Rallye, die zweigeteilt ist. Also einmal gibt es zwei Tage lang eine Rallye und dann gibt es am Berg, da wird dann der Berg gesperrt und da werden historische Rennfahrzeuge am Berg Demonstrationsläufe machen. Fahrzeuge, die irgendwann mal am Schauensand gefahren sind, Vorkrieg, Nachkrieg, also alles, was mal am Schauensand war, fährt dann Demonstrationsläufe am Schauensand. Und was wir hier auf der Messe zeigen, sind erstmal ein paar Fahrzeuge, ein paar Autos, die an der Schauensand-Klassik teilnehmen. Dann haben wir noch eine Motorradabteilung, wo wir ein Supermoto machen, in Bremgarten, draußen deutscher Meisterschaftslauf. Und am Herzen liegt uns natürlich der Jugendsport. Die Jugend, da haben wir ein Jugend-Motocross-Motorrad dabei, wir haben eine Jugend-Kart dabei, und haben für die Jugend ein Auto dabei, mit dem sie mit 16 schon fahren können, wo sie von uns das Fahren lernen und dann eine Slalom-Saison fahren können. Und das stellen wir alles hier vor. Also wir veranstalten auf unserem Gelände draußen, machen wir Trainings für die Kart-Saison, Trainings für das Fahrzeug, für das Auto und Trainings für Motocross und Enduro. Und das ist unsere Jugendarbeit, die wir leisten wollen, dass unser Nachwuchs nachkommt nach uns. Motorsportbegeisterung erleben und sich mit Gleichgesinnten austauschen. Auf der Sonderschaufläche Faszination Motorsport auf der Automobil 2012. Freiburger Messe TV. Freiburger Messe TV. Immer aktuell informiert.